Schummerschiebchen, meine Willkommen zurück zu einer Folge Muggies. In der Folge ich mir im Hühnchenhof nach, aber zuerst spielen wir eine Runde Undertale. Ja, ich habe hier in der letzten Folge ein Gerster-Fan-Game reingeschnitten, so. Ja, bin mal gespannt, wer alles Undertale nicht kennt und drauf reingefallen ist. Das war nicht echt, das war ein Fangame. Das hat aber auch seinen Grund. Wir machen in dieser Folge hier nämlich wahrscheinlich, also in diesem Territorium auf jeden Fall, ob es in der Folge schon soweit ist, weiß ich nicht, machen wir zwei Gerster-Encounters. Also nicht mit Gerster selbst, sondern Sachen, die irgendwas mit ihm zu tun haben. Anscheinend. Ja, ich habe im Hintergrund auch schon die Undertale-Wiki-Seite offen, da ich nicht die, der ganzen Wissens zu dem Fun-Value und so auswendig habe. Jo, dann mal überlegen. Oh, und wir kennen ja auch jetzt eine neue Person. Also wir lernen jetzt eine neue Person kennen. Dann, ich muss mich in seine Stimme kurz reinfinden. Ha, hallo an deinen. Ich bin hier mit meinem täglichen Report. Ach so, ja, das ist immer noch Papyrus. Das geht um die Menschen, wegen dem ich dich vorher gerufen habe. Ja, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist Undines Schrift jetzt gerade auch irgendwie ein Papyrus. Ja, Papyrus ist halt eine Schriftart. Die haben jetzt hier irgendwie dieselbe Font. Dann mal überlegen, was nehme ich da für eine Stimme. Hast du ihn bekämpft? Ja, natürlich habe ich das. Ich habe ihn sehr stark bekämpft. Was? Hast du ihn gefangen? Nun. Nein. Ich hab sehr versucht an dein. Aber am Ende hab ich's gefailt. Was? Du musst wohl die menschliche Seele selbst nehmen. Bandein, du musst nicht zerstören. Siehst du? Ich verstehe. Ich werde dir überall helfen, wie ich kann. Okay, jetzt. Boah, ich weiß nicht, wie ich an deinen Schmieren machen soll. Das ist ja eigentlich eine Frau. Aber die wird auch sehr maskulin dargestellt in der Fanbase, deshalb bin ich mir nicht sicher. Ich habe jetzt einfach diese Stimme genommen. Ich werde die in den nächsten 2 Minuten wahrscheinlich eh schon vergessen haben. So, ich muss einen Schluck trinken. Boah, ich habe im Hals Schmerzen von der Stimme, die ich dem Sans gestern wieder mal gemacht habe. Der Dialog war viel zu lang. So, wir können uns wieder bewegen. Ja, das ist das Monster-Kid. So, hast du gesehen, wie die auf dich geguckt hat? Das war super! Ich bin so neidisch! Was hast du gemacht, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen? Komm schon, komm, gucken wir jetzt zu, wie sie ein paar böse Leute bekämpft. Ihr ganze Zeit stolpert. Ach ja, übrigens, ihr habt richtig gesehen, das arme Vieh hat keine Arme. Ein Gefühl von Beklommenheit hängt über dich. Trotzdem bleibst du entschlossen. So. Ja, hier sind die Bridge Flowers. Kommt, damit ihr es gelesen habt, werden wir auch nochmal drauf gehen. Jeder Frisk, die einfach hält, oder die Frisk, keine Ahnung. Wenn 4 Brückensamen nebeneinander auf dem Wasser sind, werden sie blühen. Auf eine männliche Art. So. Yeah. Das ist lässig. So layback, dass ihr hier euren Klappstuhl mitnehmen müsst, um nicht runterzufallen. Hier ein Kampf. Wir kämpfen gegen... Oh Gott, nee, Aaron. Aaron spannt sich rein. Okay, ich weiß genau, wie wir ihn besiegen. Jetzt stellt sich noch die Frage, was für eine Stimme geben wir ihm. Du spannst deine Muskeln an. Aaron spannt seine Muskeln doppelt so sehr an. Der Angriff erhöht sich für euch beide. Ein Anspann-Contest. Okay, spann mir an. Nee, ich habe keine Ahnung, wie ich seine Stimme machen soll. Okay, ich habe eine Idee. Aaron ist bereit für den nächsten Flex. Du flexst härter. Aaron flext 3-mal so hart. Nice. Ich werde nicht gegen dich verlieren. Boah, Gott sei Dank, er nimmt hier noch sein Easy Moveset. So. Aaron ist bereit für den nächsten Flex. Du flexst, Aaron flexst sehr hart. Aaron hat sich selbst aus dem Raum rausgespannt. Du hast gewonnen. Seht ihr Leute, so gewinnt man das. Dutz in Detail. So. Dann einmal noch, damit ihr das hier gesehen habt. Das ist einfach so unnötig und genau etwas, was man von Toby Fox erwartet. Also für solche Szenen hier
Da gibt's jetzt einfach keinen anderen Ausdruck mehr als, das ist Toby Fox. Toby Fox hat es wirklich geschafft, sich selbst zu einem Adjektiv zu machen. So. Dann. Herzlichen Glückwunsch! Du hast das Puzzle gefailt! So, ja, weil wir, ja, eigentlich in einen anderen Raum müssen. Aber wir haben noch zwei Räume, in die wir reingehen können. So, boah, die Musik hier so schön. So, ich liebe das Waterfall-Theme. Ja, wer von euch das mal will, kann es sich mal in etwas höherer Geschwindigkeit anhören. Mal wieder witzig. Ja, es ist aber auch interessant, was der Toby Fox hier alles mit seiner Musik gemacht hat. Der ist der Musiker und alle seine Themes sind entweder Verschnellerungen oder Verlangsamungen von anderen Themes. Das Spiel basiert auf so circa 5 Soundtracks, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht etwas mehr oder weniger. So, hier finden wir ein alleingelassenes Kiech unter der Bank. Willst du es mitnehmen? Warte, wir lassen es mal. Die Kiech wurde komplett allein gelassen. So, komm, diesmal nehmen wir es mit. Du hast die verlassene Kiech bekommen. So, boah, der Moment, wenn die Schwester neben einem steht und einem eine Art Muffin gibt und man sich erschreckt. So, hier, Info. Ein alleingelassener Kiech. Heilt 34 HP. Eine psychisch beschädigte Spinat-Eier-Pastete. Ich war einfach nicht bereit für die Verantwortung. Und das, Leute, hier, ist der am meisten deprimierende Raum in ganz Undertale. Ja gut, fast. Es gibt da noch andere. So. Dann, und jetzt werden wir das Puzzle endlich zu Ende machen. Wieso ist die... Normalerweise ist es nicht so, dass die Brücke dort verschwindet. Naja, egal. So, wir müssen hier genauesten zielen, ansonsten haben wir versorgt. Mit was? Perfekt. Ausgezeichnet. Wenn ich das nächste Mal hier so ein Spiel dieser Art mache, dann mache ich es blind, okay, versprochen. Weil das ist wirklich so jetzt etwas langweilig, I'm sorry. So, ach ja, hier. Warte. Wenn ein Fehler gemacht ist, kannst du die Glockenblüte nehmen, um die Brückensamen dort zurückzurufen, wo sie gestartet sind. Hallo, hier ist Papyrus. Wie ich diese Nummer bekommen habe, das war einfach. Ich habe einfach jede Nummer angerufen, bis ich Steine bekommen habe. So mache ich das auch immer. So, was trägst du? Ich frage für einen Kumpel. Sie glaubte, sie hat dich gesehen, wie du ein Bandana gesehen hast. Ist das wahr? Trägst du ein Bandana? Ja klar. Jo, du trägst also ein Bandana. Verstanden. Sieh ja, hab einen schönen Tag. Ja, jetzt müsste ich eigentlich etwas backtracken, weil ich nämlich noch eine Sache vergessen habe. Oh, Woshua. Ja. Dann clean. Du fragst Woshua, dich sauber zu machen. Es tut aufgeregt und herhüpfen. Green macht sauber! Ah Gott, scheiße. Komm, bitte. Lass mich doch mal hier. Ah, ich hab die Ballettel versagt. Da, jetzt. Jetzt sind wir mit Woshua befreundet. Perfekt. Seht ihr das? So macht man Freundschaften. Man fragt andere Leute, sich sauber zu machen. Also, so habe ich bis jetzt jedes meiner Freunde bekommen. So. Dann. Ich wüsste jetzt dann gerade weiter zurück. Ah, ich liebe die Musik. Da hier ist nämlich noch eine Echo Flower. Ich schwöre, ich habe etwas gesehen hinter diesem rauschenden Wasser. Ja, das ist der Hinweis darauf, damit ihr den auch mal gesehen habt. Und jetzt bin ich nicht sicher, wo das war. Ich glaube, das war entweder hier bei dem oberen... Nee, hier bei dem Teil des Wasserfalls, genau. Ja, hier finden wir jetzt nämlich ein Tutu. Da ist ein Tutu auf dem Boden da. Willst du es anziehen? Du hast das alte Tutu bekommen. Ja, das hat etwas mehr Defense als unser momentanes Anzugding hier. Es hat... kann ich hier gerade nicht sehen. Läuft. Egal, ziehen wir es einfach an. Das wird schon besser sein.
Das ist also die Tür angezogen. So, die Box nutzen. Ja, da tun wir das männliche Bandana. Da tun wir das männliche Bandana rein. Und da hat es der Toby Fox auch wieder extremst gut hinbekommen. Nämlich ist Frisks Geschlecht nicht wirklich bekannt. Und ihr habt ja vorhin schon gesehen, wie wir mit dem Papyrus flirten müssen. Wir müssen in dem Spiel sowohl manchmal mit Frauen als auch mit Männern flirten. Und der Toby Fox hat es so gemacht, dass man hier, abwechselnd immer Männer- und Frauenkleidung bekommt, sodass man auch Frisks Geschlecht nicht wirklich herausfinden kann. Werden hier auch nicht Boy oder Girl genannt, sondern einfach nur them. Komplett geschlechtslos halt. Ah, hier jetzt. Hier finden wir zwei Stories. Wartet, ich muss immer gerade. Oh, leck. Oh. Ja, ein Muffin. Wartet, ich muss gerade versuchen, das irgendwie zu essen. Mh. Scheiße. Okay, ich hab versagt beim Muffin-Essen. Egal. Egal, dann machen wir weiter. So, eine lange Zeit zuvor haben die Monster ihre Wünsche in die Sterne geflüstert. Wenn du von ganzem Herzen gehofft hast, konnte dein Traum wahr werden. Nun, nun ist alles, was wir haben, diese, glänzenden Steine an der Decke. Wünschraum! Ein Gegner. Und es ist ein Moldsmail, wenn ich mich nicht... Ja, genau, die wollen überhaupt nicht kämpfen. Aha! Tausende von Leute, welche zusammen wünschten, konnten nicht falsch sein. Der König wird das beweisen. Kommt schon, ja. Come on, Schwester. Mach schon deinen Wunsch. Ich wünschte, meine Schwester und ich würden irgendwann nicht echten Sterne sehen. Ah, wir können ins Teleskop gucken. Ja, jetzt sehen wir hier auch, dass dort die Wand frei ist. Also, weil normalerweise wird oben dort überhaupt nichts angezeigt. Ah, sieht aus, als wäre mein Horoskop dasselbe wie letzte Woche. So, hier, bam. So, ich muss gerade wieder versuchen, was von meinem Affen zu essen. Diesmal schaffe ich es. Diesmal versage ich nicht erbärmlich. Okay, ich hab versagt, ich muss kurz cutten. So, ich bin wieder da. Ich habe gemerkt, dass meine Muffin-Ass-Skills extrem schlecht sind. Und hab mir deshalb ein paar hier reingenommen ins Zimmer, um zu trainieren. Aber die ohne Sahne, die mit Sahne waren einfach zu heftig für mich. Antike Schrift bedeckt die Wände. Du kannst nur sehr schwer die Wörter herausfinden. Der Krieg zwischen Mensch und Monster. Warum haben die Menschen angegriffen? Sie hatten wirklich nichts, was sie zu befürchten hatten. Menschen sind unglaublich stark. Es würde die Seelen von so ziemlich jedem Monster kosten, nur um die Kraft einer einzigen menschlichen Seele auszugleichen. Aber Menschen haben eine Schwäche. Ironischerweise ist es die Stärke derer Seele. Die Kraft von deren Seelen erlaubt es ihnen, außerhalb des menschlichen Körpers zu existieren, selbst nach dem Tod. Wenn ein Monster einen Menschen besiegt, können sie seine Seele nehmen. Ein Monster mit einer menschlichen Seele. Ein horrorhaftes Monster mit unglaublicher Kraft würde entstehen. Ist eine Illustration von einer seltsamen Kreatur. Es gibt etwas sehr Beunruhigendes über diese Zeichnung. Ja, jetzt können wir lang gehen und hier, das werde ich mal nehmen, um einen Muffin zu betteln. One-Hit. One-Hit, Leute. Ja. Ich werde mal kurz cutten, das Spiel restarten, weil hier könnten wir in der Theorie schon... Wobei, nee, das machen wir später. Wir können auch zuerst das hier machen, dann zurückgehen. Also, wir werden jetzt noch online angegriffen. Denk nicht, dass es damit getan ist, hier einfach nur entlang zu rennen. Da. Ach, scheiße. Ah! Dang it! Ich sterbe gleich noch.
bitte. Oh. Ich muss dir... Oh Gott. Ich hasse diese Ballettel so ungemein sehr, das glaubt ihr mir nicht. Da. Komm. Puh. Oh, in der Zeit kann ich noch einen Muffin gerade essen. Boah, ist super. Oh, da hat sich meine Schwester Mühe gegeben. Guck dich um. Die Zehen habe ich ganz vergessen. Scheiße. Okay, wir können raus. Oh Gott. Warte, ich muss kurz zu Ende kommen, dann kann ich noch sprechen. Ich trinke kurz was, dann geht's besser. Okay, jetzt geht's. Ja, hast du das gesehen? An dein Arzt? Mich berührt! Ich werde nie wieder mein Gesicht waschen! Mann, bist du unglücklich! Wenn du nur etwas weiter links gestanden hättest! Jo, keine Sorge, ich bin mir sicher, werden sie wiedersehen! Ich hoffe, ich habe die Stimme nicht verkackt. Boah. So dann, hier können wir jetzt genau zwei Gäste-Encounters machen. Ich cutte kurz und werde die Fun-Values in diesem Cut einstellen in den Configs. So, bis gleich. So, Leute, ich bin wieder da. Ich hatte ja einige Probleme damit, hier die Save-Files zu bearbeiten. Wo auch immer, ich habe nämlich zu spät erst bemerkt, dass es zwei Save-Files gibt, die man bearbeiten muss. Nämlich gibt es einmal die File Zero, was sehr normale Speicherstand ist. Und dann gibt es da noch irgendeinen anderen Spielstand, von dem ich nicht weiß, warum man unbedingt zwei braucht. Wahrscheinlich, damit das Spiel die File Zero als eine Save-File erkennt oder so. Nee, ich habe da echt keine Ahnung, warum. Jedenfalls muss ich hier beide bearbeiten. Und dort die Fan-Value einstellen. Die, nicht die Fan-Value, die Fun-Value. Aber jetzt sollte ja, jetzt ist es da, gut. So, das extrem gruselig. Das hier ist das sogenannte tote Kind. Ihr seht schon, auf was es eine Anspielung ist. Auf das Monster-Kid. Hast du jemals über eine andere Welt gedacht? In der alles genauso ist, wie hier? Abgesehen davon, dass du nicht existierst? Alles funktioniert perfekt ohne dich. Der Gedanke macht mir Angst. Ja, jetzt sagt er nichts mehr. So. Dann so viel jetzt zum Totenkind oder Gonnerkind, Kids, wie der normale Name ist. So. Boah, ich bin so glücklich, dass ich jetzt hier rausgefunden habe, wo mein Fehler war. So, und dann gehen wir auch schon direkt über zu dem nächsten Typen. Nämlich müssen wir jetzt noch, ja, in den nächsten Raum. Das wird euch sehr überraschen, was wir sehen werden. Deshalb bis gleich. Dann, weiter geht's. Wir müssen jetzt hier in den Raum rechts davon. Hier kommt jetzt nämlich... Hab ich das falsch gemacht? Ich habe nichts falsch gemacht. Nämlich ist der Hallway dort jetzt entstanden. Aber irgendwie kam die Tür nicht. Wartet, ich werde das kurz nochmal versuchen. Bis gleich. Da, ich habe keine Ahnung, was ich diesmal anders gemacht habe, aber irgendwie hat es jetzt funktioniert. Nach 5 verschiedenen fucking Versuchen. So, jetzt kann ich hier die Seite jedenfalls mal schließen. Hier alle Seiten, wo ich hier gestern Informationen gesucht habe und gefunden. Weil die nächsten gestern Informationen werden erst etwas später kommen. So, wir können jetzt hier durch die Tür reingehen. Und hier sehen wir ihn jetzt, unseren alten Kollegen. So, wir können nicht mit ihm kollidieren. Ach ja. Ihr habt ihn ja schon in dem letzten Video dort gesehen mit dem Fangame, genau, stimmt. Ja, hier an diese Szene ist es jedenfalls angelehnt. Keine Ahnung, wie sich das dann sehr verirren konnte. Wenn wir jetzt hier anklicken. Genau, macht ein überraschtes Gesicht. Es kommt ein seltsames Geräusch und da verschwindet. Wenn wir jetzt rausgehen, dann... Ja, dann ist die Tür weg. Und können wir jetzt... Nö, aber ihr habt jetzt hier eines der... ja, ihr habt gestern persönlich gesehen. Also es, man weiß nicht, ob es wirklich gestern ist. Aber das ist die Vermutung der meisten Fans, dass es der Yes ist. Und so wird es auch umgesetzt und so schlecht ihn euch auch vor. So, hier ist der Sans. Ich denke darüber, in das Teleskopgeschäft einzusteigen. Es kostet dich normalerweise 50.000 Gold, um das Premium-Teleskop zu nutzen, aber weil ich dich kenne, kannst du es gerne kostenlos verwenden. Wie wär's damit? Warte, was ist damit?
Jo, wir nutzen mal das Teleskop. Alles, das ist das most premium Teleskop, das ich je gesehen habe. So, und wir haben hier jetzt einen Abdruck von drauf. Was passiert, wenn wir jetzt ignorieren? Du bist nicht befriedigt? Keine Sorge. Ich gebe dir alles komplett zurück, was du bezahlt hast. Das ist ja nett von dir. Die Box benutzen? Jo. So, da tun wir mal das Abandoned Key rein. Und hier ist ein Ice Cream Verkäufer. Ich habe mein Geschäft verlegt, aber es gibt immer noch keine Käufer. Zum Glück habe ich eine Lösung herausgefunden. Punchcards. Jedes Mal, wenn du ein Ice Cream kaufst, kannst du dir eine Punchcard aus der Box nehmen. Wenn du 3 Cards hast, kannst du sie gegen einen kostenlosen Ice Cream tauschen. Damit werden die Einkäufer sicherlich zurückkommen. Boah, so, ja, so viel zum Ice Cream Verkäufer. Nö. Okay, dann sag bitte deinem Freund darüber Bescheid. Gibt's da Ice Cream? Versteckt in den Tiefen einer wässrigen Höhle. Oh Gott. Ja, genau, stimmt. Jetzt sag ich dir, was dort stimmt. Was dort steht. Die antiken Hieroglyphen wurden übermalt mit einer Liste von 21 verschiedenen Geschmäckern. So, ja, hier können wir das machen. Und können wir eine Punchcard auch so rausnehmen? Das ist eine Box, welche Punchcards aufbewahrt. Es ist gerade leer. Ach, schade. Ich hätte gedacht, wir können uns nur 3 nehmen und dann kostenlos so. Okay. Was ist ein Stern? Kann man ihn berühren? Kann man ihn essen? Kannst du ihn umbringen? Bist du ein Stern? Ja, so viel dazu, dass wahrscheinlich die Monsterpropaganda zum Tod von Menschen. Ach ja, genau, hier in die Richtung gab es noch was, das irgendwie gut war zu besichtigen. Genau hier. 3 Gold, 4 Fähre. Jo. Hör auf. Das sah nicht gesund aus. Was für eine Fähre? What the fuck? Danke, oh, dass du auf mein Gesicht gestiegen bist. Hier bekommst du 3 Gold. Yay. Was hat es gebracht? Ach ja, genau, stimmt. Wir sind jetzt wieder hier. Ja, ja, genau. Jetzt können wir zurück. 3 Gold für die Fähre. Boah, ich mag seine Stimme. Hör drauf. Danke, dass du auf mein Gesicht gestiegen bist. Hier sind 3 Gold. Yay! So. Das war das Geschäft für ihn. Wenn wir ihm 3 Gold bezahlen, wir ihm aufs Gesicht steigen dürfen und er sich dafür bedankt, dass wir auf sein Gesicht gestiegen sind, indem er uns 3 Gold gibt. So. Ah ja, hier in der Nähe von diesem Raum werden wir demnächst auch noch ein Gäste Secret haben, aber bis wir da auf die andere Seite gelangen, dauert es noch eine Weile. So, dann gehen wir weiter. Bis zum nächsten Speicherpunkt, würde ich mal meinen. Du hast eine vorbeigehende Konversation. So. Hast du irgendwelche Wünsche? Nur ein, aber er ist ein wenig dumm. So. Die schwierigsten Gegner des Spiels. Ach da, ja, es ist ein paar Ballettschuhe. Willst du sie nehmen? Jo. So, die machen nämlich etwas mehr Schaden. Ich brauche die gar nicht. Ich kämpfe nicht in diesem Spiel, genau. Was haben wir nochmal als Waffe? Genau, hier haben wir die, Faustdinger. Aber mehr brauchen wir nicht. Wobei, wir könnten ja noch ein Item finden, das, ist offensiv, aber auf eine gute Art. Ring. Hallo, it's me, Papyrus. Erinnerst dich, wenn ich dich über deine Kleidung gefragt habe? Nun, der Freund, welchen ich kennen wollte. Ihre Meinung über dich ist sehr mörderisch. Nun, keine Sorge, mein lieber Mensch. Papyrus würde dich niemals betrügen. Ich bin keine grausame Person. Ich bin sehr nett und komfortabel. Papyrus, er riecht wie der Mond. Und, weil ich den Gott eingeatmet habe, jetzt übertreibt er, habe ich dir gesagt, dass du kein Bandana trägst. Selbst, als du mir sagtest, dass du eins tragen würdest. Stattdessen habe ich etwas anderes gesagt.
Ich habe gesagt, du würdest ein staubiges Tattoo tragen. Ich habe mich beschädigt für eine solche Lüge. Ich wusste, du würdest niemals ein staubiges Tattoo tragen. Aber deine Sicherheit ist mehr wichtig als Stil. Dang, ich will doch nur Freund mit jedem sein. Ja, und wir haben jetzt natürlich das staubige Tattoo an. Wo ist es hier? Stats. Ja. Das Witzige ist, dass er in jedem Fall, egal was wir machen, der ihn sagen würde, was wir gerade anhaben. Oh Gott, nee, bitte nicht. So, das ist wirklich witzig daran. Oh, da oben habt ihr es gesehen, das war Flowey. Flowey verfolgt uns hier interessanterweise durch das ganze Spiel durch. Aber jetzt will ich mal ein Experiment machen. Was passiert, wenn wir uns jetzt wieder das Bandana anziehen? So, hier. Und das Tutu wegtun. Und das Tutu wegtun. So. Bin ich ja gespannt, weil Andein kommt gleich auf jeden Fall und greift uns im Normalfall an. So viel weiß ich ja auch noch von. So. Aaron wieder. Ja. So, okay, ich hab's verpasst. Ich hab's verkackt. Oh Gott, nee, nicht diese. Nicht dieses hier. So, komm. Da hier fliegt. Ja, wir haben's geschafft. So. Das ist die Passing Conversation. Du hast eine vorbeigehende Konversation. Sag das nicht. Nee, sag das nicht. Komm schon. Ich verspreche, ich werde nicht lachen. Bewohner hier von dem Untergrund tut mir voll leid. So. Die Kraft, deren Seelen zu nehmen. Das ist die Kraft, dass die Menschen Angst warten. Da geht's. Oh, hier kommt. Ach du Schande. Okay, sieht nach einem Bossgegner aus, Leute. Machen wir uns bereit. Ah. Oh. Hallo, da. Ich habe bemerkt, dass du da bist. Ich bin Onion-san. Onion-san, hörst du? Oh, voll süß. Du besuchst Wasserfall, oder? Es ist wundervoll hier, oder? Du liebst es, oder? Ja, ich auch. Es ist mein großer Favorit. Oh. Selbst wenn das Wasser hier immer weniger wird. Ich muss die ganze Zeit sitzen, aber hey, das ist okay. Ich will nicht in die Stadt gehen und in einem bevölkerten Aquarium leben, wie alle meine Freunde es taten. Onions, tut mir voll leid. Und das Aquarium ist voll. Egal, selbst wenn ich wollte, ich. Das ist okay. Hörst du? Andein wird alles verbessern. Hörst du? Ich werde hier rausgehen und im Ozean leben. Hörst du? Ja, Andein ist übrigens auch ein Fisch. Hey, da. Das ist das Ende von diesem Raum. Ich sehe dich. Hab eine schöne Zeit. In Waterfall! Boah, Onion-san tut mir voll leid. Shiren. Okay, hier, Sharian versteckt sich in der Ecke des Raumes, aber begegnet ihr irgendwie trotzdem. So, dann hier, wir müssen summen. Du summst ein trauriges Lied. Sharian folgt deiner Melodie. Oh Gott, ihr Gesicht. Wunderschön. Sire, sire, simi, simi. So, und jetzt können wir sie hier sperren. Ja, in diesem Raum gibt es noch ein Secret, das erkläre ich aber, wenn möglich, in der nächsten Folge. Ach, hier gibt es sogar noch, genau. Der nördliche Raum versteckt einen großen Schatz. Dieser Kraft kann man nichts entgegensetzen. Selbst, natürlich kann ein Mensch keine Monsterseele nehmen. Wenn ein Monster stirbt, verschwindet seine Seele.
Und eine unglaubliche Macht würde gebraucht werden, um die Seele eines lebenden Monsters zu nehmen. Es gibt nur eine Ausnahme. Die Seele eines speziellen Gegners, genannt Bossmonster. Eine Bossmonster-Seele ist stark genug, um selbst nach dem Tod weiterzuleben. Auch wenn nur für ein paar Momente. Ein Mensch könnte diese Seele absorbieren, aber das ist nie passiert. Und nun wird's auch nie passieren. Ja, ihr habt ja dort, als wir die Toriel getötet haben, habt ihr dort sicherlich gesehen, wie ihre Seele noch etwas fortbestanden hat. Ja, das ist eigentlich das Beispiel so von der Bossmonster-Seele. Da ist sie halt kaputt gegangen, aber irgendwer hat Frisk die Seele nicht genommen. Warum auch immer. Ich hätte sie genommen, wäre cool. Na gut, es gibt ja aber keinen Speicherpunkt, deshalb werde ich in der nächsten Episode hierher rennen. Und dann gucken wir weiter. Also, bis später. See ya, Leute.